Ducky, da ist ja dein Nest. Aber schleicht sich jemand weg? Oh. Hey, die klauen ein Ei. Die Einäppen einfach ein Teil meiner Familie. Schnell, das müssen wir den Erwachsenen sagen. Nein, wartet. Wenn wir sie ganz alleine fangen, werden sie endlich begreifen, dass wir keine kleinen Babys mehr sind. Oh ja, 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 ja. Also, ich weiß nicht. Du bist ein Angstsaurier. Wir sind zu fünft und die nur zu zweit. Was soll da schief gehen? Hm? Naja, Bitte! Na schön. Schnappen wir uns die Bande. Ja! Denk dran, ich bekomme den ersten Haps. Schließlich war das meine Idee. Und da steht ich. Hä? Oh, nein, 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 bloß nicht fallen lassen. Oh, oh, man hat uns entdeckt. Das ist natürlich ganz allein deine Schuld, Strut. Oh, sie wartet auf mich. Gib mir meinen Bruder oder meine Schwester zurück. Sie laufen ins geheimnisvolle Jenseits. Vielleicht sollten wir doch Hilfe holen. Dazu ist es zu spät. Die entwischen uns. Das war doch deine Idee. Kommst du nun oder nicht? Wie groß sind sie eigentlich? Sehr groß, gewaltig, mächtig groß. Also dann, du zählst! Aua! Ist nicht so weit, ihr auch das schafft. Na komm schon, Spike, beeil dich! Ducky! Keine Sorge, ich hab sie. Du meinst wohl, ich hab dich? Ich hoffe nur, das Ei ist es wert. Selbstredend, jedes Ei ist es wert, du Dummkopf. Hier, und jetzt komm. Wer sind diese Burschen? Na los, Freunde, weiter! Nicht machen, schlapp! Oh nein! Weiter, Freunde! Ich kann nicht so lange klettern. Nein, 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 das kann ich nicht. Haha, wir haben's geschafft, Strut. Ich würde sagen, diese kleinen Grasfresser haben wir abgehängt. Jetzt dauert es nicht mehr lange. Dann kannst du es dir in meinem Bauch gemütlich machen, du süßes Ei. Oh, sieh, wann bist du eigentlich an der Reihe, das Ei zu tragen? Wohin sie seien? Sie sind nirgends zu sehen. Sie sind verschwunden. Ja, 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 das sind sie. Sie müssen hier reingegangen sein. Kommt hoch. Sie
Vera, worauf wartest du noch? Auf gar nichts. Ich habe nur einfach keine Lust, da reinzugehen. Das ist alles. Vera? Oh. Na schön, wie du willst. Dann gehen wir eben ohne dich weiter. Na dann, Strut, jetzt bin ich an der Reihe, das Ei zu tragen. Oh nein, um Himmels Willen, nicht bleiben hier! Jetzt habe ich es verloren. Verlier bloß nicht dieses Ei! Hey, wo willst du hin?